rechtslastige Verschwörungstheorien, antisemitisch, rechtsradikal, völkische Nachtgedanken. Das alles wird über dieses kleine, unscheinbare Buch gesagt. Finis Germania. 104 Seiten, geschrieben von dem verstorbenen Historiker Rolf Peter Sieferle. Es besteht aus Essays, Aphorismen und sogenannten Miszellen und reizt definitiv die Grenzen des Sagbaren aus. Ein Buch, welches das deutsche Feuilleton bereits seit Mitte Juni in Aufruhr versetzt. Das Nachlasswerk eines nach rechts getretenen Historikers, veröffentlicht dazu in einem entsprechenden rechten Verlag. Und zu lesen sind dort Sätze wie diese: Auschwitz ist der letzte Mythos einer durch und durch rationalisierten Welt. Da mag ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht anfangen zu lesen. Alle sprechen darüber und das ist eigentlich das Schlimme daran. Eine Störung des öffentlichen Gesprächs, die nicht ungefährlich ist. Das Buch wird nicht einmal irgendwie eingeordnet. Nein, es wird nur skandalisiert. Es wird aber allerdings auch auf eine Weise skandalisiert, die ich selber wiederum als Skandal empfinde. Das Buch selbst, würde ich sagen, ist kein Skandal. Das Buch ist ein Ärgernis, nicht mehr und nicht weniger. Der Grund für den Skandal oder eben dem Ärgernis beginnt mit der Erscheinung in der Sachbücher des Monats Empfehlungsliste des NDR Kultur und der Süddeutschen Zeitung. Finis Germania hat es auf Platz 9 geschafft und das dank Spiegelredakteur Johannes Salzwedel. Als Juror konnte er 20 Punkte auf verschiedene Bücher verteilen. Er setzte 20 Punkte auf Finis Germania. Das ist zwar erlaubt, aber unerwünscht. NDR Kultur reagiert. Mit der Empfehlung hat die Jury eine gravierende Fehlentscheidung getroffen, die für NDR Kultur nicht tragbar ist. Mittlerweile hat NDR Kultur die Zusammenarbeit mit der Jury ausgesetzt und der Spiegel hat sich in eigener Sache über die fragwürdige Nominierung geäußert. Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer im Wortlaut. Ich habe nach der Lektüre der wesentlichen Kapitel kein Verständnis dafür, dass der Kollege Salzwedel dieses Buch empfohlen hat. Johannes Salzwedel ist immer noch beim Spiegel, aber freiwillig aus der Jury ausgetreten. Und Finis Germania hat es trotz allem auf die Spiegel-Sachbuch-Bestsellerliste geschafft, auf Platz 6, um genau zu sein. Da war das kleine Buch aber nicht lange. Die Chefredaktion des Spiegel hat beschlossen, das Buch nach einer Woche aus der Liste zu entfernen. So entstand eine Lücke. Durch den Skandal stand es bei Amazon auf Platz 1, dann war es nicht lieferbar, dann wieder lieferbar und jetzt ist es wieder auf Platz 1 der Sachbuchliste. Kein Wunder, nichts ist interessanter als eine Lücke. Die Frage, die jetzt im Raum steht: Warum zum Teufel sorgt dieses Buch für so viel Drama? Um diese Frage zu beantworten, spreche ich mit dem Mann, der das Buch herausgegeben hat, nämlich dem Verleger Götz Kubitschek. Götz Kubitschek bezeichnet sich selbst als Rechtsintellektueller. Er ist publizistisch tätig und lebt auf dem Rittergut Schnellroder. Sein Verlag Antaios verkauft 2 Bücher aus Sieferles Nachlass, Das Migrationsproblem und Finis Germania. Mit diesem Skandal hatte Kubitschek allerdings nicht gerechnet. Nein, also mit so einer Art Reaktion kann man nicht rechnen. Das kann man auch nicht planen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Verlag gibt in Deutschland, selbst großer Publikumsverlag, der sowas inszenieren oder organisieren könnte. Und wir haben also definitiv nicht damit gerechnet. Es gibt Agenturen, die auf die Inszenierung solcher Skandale geeicht sind, die das also ununterbrochen versuchen, Dinge sozusagen ins Gespräch zu bringen, auf eine zunächst vielleicht sogar negative Art ins Gespräch zu bringen und den Kunden oder Leser dann dazu zu verführen, sich selbst ein Urteil zu bilden. Und das würde ich jetzt unter Inszenierung eines Skandals verstehen. Aber dazu haben wir nicht die nötigen Mittel und, glaube ich, auch nicht die nötige Kraft. Also wie sagt man so schön, unverhofft kommt oft? Genau, also das hier heißt, aber Sie haben doch einen Vorteil daraus gezogen, oder? Aus diesem Skandal. Na klar, also wir und die Leser haben einen Vorteil daraus gezogen. Das ist ja klar, wenn Sie ein Buch 25.000 Mal verkauft haben innerhalb kürzester Zeit, dass davon irgendwas am Verlag hängen bleibt. Und dann ist es natürlich so, der idealistische Anteil, der bei uns im Verlag ja groß ist, richtet sich ja darauf, Texte zu machen und sie an den Mann zu bringen. Und je mehr Leute sie lesen und je mehr richtige Leute sie lesen, desto größer ist sozusagen der ideelle, der überzeugende Erfolg, den ein Verleger oder Publizist haben kann. Und das ist natürlich bei diesem Buch voll aufgegangen.
Das heißt, Sie hatten ein Ziel mit diesem Buch. Also man hat als Verleger mit jedem Buch ein Ziel. Das Ziel ist immer, den Inhalt, den man macht und der eine Menge Mühe macht. Der Autor hat Mühe, der Lektor hat Mühe, der Verlag an sich hat Mühe. Mit diesem Buch strengt sich an, macht das Beste daraus, Leser zu erreichen. Das ist das Ziel. Ja, und das Metaziel ist dann, beim Leser, der liest, etwas in Gang zu setzen, eben eine Veränderung herbeizuführen. Das kann eine minimale semantische Verschiebung sein, also dass er bestimmte Begriffe nach der Lektüre eben anders bewertet, dass er bestimmte Argumentationslinien aufgreift, dass er eben auf eine andere Art gewappnet oder gerüstet in Diskussionen geht. Bei uns, beim politischen Buch, ist es eben eindeutig der Versuch der Veränderung im Kopf. Und das ist auch letztlich eine Art kurze Definition des Begriffs Metapolitik, was wir ja machen. Das heißt, im vorpolitischen Raum, also nicht dort, wo die AfD agiert oder andere echt politische Akteure, im vorpolitischen Raum etwas zu verändern. Und das beginnt eben bei den Begriffen, den Argumentationslinien, bei einer bestimmten anderen Sicht auf die Dinge. Nun haben einige, viele, auch wichtige Menschen, also Multiplikatoren, Journalisten, dieses Buch gelesen. Und ich weiß nicht genau, ob Sie das damit erreichen wollten, weil was darüber geschrieben wurde, waren Begrifflichkeiten wie rechtslastige Verschwörungstheorien, antisemitisch, rechtsradikal, völkische Nachtgedanken, wobei die Zusammensetzung von der Zeit dann so stattgefunden hat mit dem Wort Nachtgedanken. Ich meine, wenn das damit passiert, und ich gehe mal davon aus, dass das nicht Ihr Ziel war damit, was passiert dann bei Ihnen? Also gesprochen wird darüber trotzdem, aber ja nicht auf die Art und Weise, wie Sie sich das wahrscheinlich erhofft hatten. Also die Gefahr, dass Bücher von uns grundsätzlich so bewertet werden, ganz egal, ob es ein Journalist gelesen hat oder nicht, ist immer groß. Das liegt an der Gesamtmarkierung, die der Verlag erhalten hat, oder der Gesamtmarkierung, die dieses im weitesten Sinne publizistische Widerstandsmilieu erhalten hat in der Auseinandersetzung der letzten Jahre. Zunächst gehen wir immer davon aus, dass wir nicht vorbehaltslos und fair rezipiert werden, sondern eben immer sozusagen mit einer Art vorgefassten Begrifflichkeit oder Meinung. Wie zum Beispiel? Eben rechtslastig, rechtsradikal oder sowas wie gefährlich oder umstritten. Wenigstens Wobei rechts das, ja durchaus zutreffend wäre. Also trifft auf den Verlag auf jeden Fall zu. Wir sind ein rechtsintellektueller Verlag und dagegen habe ich auch nichts. Ich habe nichts dagegen, so tituliert zu werden. Das Problem ist ja eher die Wertung, die dahinter steckt. Also rechts wird ja nicht wie links als normale Beschreibung verwendet, sondern hat immer etwas Denunziatorisches, hat immer etwas Abschätziges mit in der Vokabel. Und die Arbeit unseres Verlags dient nicht zuletzt dem Zweck, das Wort rechts oder rechtsintellektuell sozusagen zu einem positiven Begriff zu machen. Ja, das ist also das Großthema. Das große Thema, das metapolitische Thema. Eines vielleicht dieser metapolitischen Themen. Also, dass wir eben sagen, wo es eine Linke gibt, muss es eine Rechte geben. Wo es Linksintellektuelle gibt, gibt es natürlich Rechtsintellektuelle. Und interessant ist, dass das rechtsintellektuelle Denken derzeit das deutlich interessantere Denken ist, weil es eben erstens neu ist, zweitens die Dinge wirklich mal anders anpackt und irgendwie dadurch auch der Beschreibung der Realität näher kommt, als das, was wir seit 30 Jahren an schlechtem Wein eingekippt bekommen von links und was uns eben in der Begrifflichkeit irgendwie nicht weitergebracht hat. Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf Finis Germania und Sie sagen schon, einem Verleger ist immer wichtig oder Ihnen vor allem hier in diesem Verlag auf metapolitischer Ebene zu arbeiten. Was war denn Ihr Ziel mit diesem Buch? Nun, ich verstehe, dass viele Zuschauer das Buch vielleicht noch nicht gelesen haben, aber vielleicht darüber gelesen. Und es gibt durchaus ein paar Stellen in dem Buch, die diskussionswürdig sind. Aber was sagen Sie jetzt auf metapolitischer Ebene, was wollten Sie damit erreichen? Also zunächst wäre es traurig, wenn in dem Buch oder überhaupt in einem Buch nichts wäre, was diskussionswürdig wäre. Also neulich mal geschrieben, als einer, glaube ich auch ein Journalist, ich vergesse die Namen immer relativ schnell, weil die alle so ähnlich schreiben. Ja. Also kriegt es immer nicht auseinander, ob das jetzt der Herr Seibler oder der Herr Münkler oder der Herr Speit oder der Herr Weiß war. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls schrieb einer von denen, dass
dass dieses Buch irgendwie jenseits aller Denkgewohnheiten läge und also so richtig jenseits dessen, was irgendwie in Deutschland gedacht werden sollte oder könnte. Und meine Antwort ist letztlich, also Lesen kann halt auch brutal sein. Ja? Das ist dann eben ein Schock, mal was zu lesen, was wirklich das Pferd von hinten oder von vorne auf eine andere Art aufzäumt, als das, was man bisher so für normal hielt. Ja? Und das ist bei diesem Buch auf jeden Fall gegeben. Das war uns, als wir es veröffentlichten, auch klar. Uns war nicht klar, dass es sozusagen diesen relativ begrenzten Raum des rechtsintellektuellen Diskurses eines Tages verlassen würde. Und das ist schon etwas Besonderes. Und dann kann ich nur sagen, rein in die inhaltliche Diskussion, hätte mir sehr gewünscht in den letzten 5-6 Wochen, als das Buch zum Skandal wurde, dass hier mal jemand von den Schlaubergern anrückt und mit mir oder mit jemandem, der sich über Sieferle eben auch auskennt, zu diskutieren beginnt über die Frage, was meint Sieferle eigentlich und ist es wirklich so jenseits dessen, worüber man als Intellektueller nachdenken kann? Vielleicht zitiere ich einfach mal einen Satz, an dem sich viele aufgehangen haben. Ich weiß, wir können jetzt hier nicht das ganze Buch durchdiskutieren. Dann würde ich einfach die Leute bitten, es selber zu lesen und sich vielleicht in Diskussionsrunden zusammenfinden. Halte ich auch von Vorteil, selbst zu lesen. Genau, aber trotzdem hier aus dem Kapitel oder mit der Überschrift Der ewige Nazi. Daraus wird gerne zitiert. Und zwar, der Nationalsozialismus, genauer Auschwitz, ist zum letzten Mythos einer durch und durch rationalisierten Welt geworden. Ein Mythos ist eine Wahrheit, die jenseits der Diskussion steht. Nun haben einige, ich habe einen Beitrag gehört bei Deutschlandradio Kultur, dann sagte die Dame danach, wenn sie das hört, möchte sie gar nicht weiterlesen. Bei mir hat das eher das Gegenteil gemacht, also da lese ich natürlich weiter. Aber ist diese Reaktion, dieses, was hat der denn da geschrieben, das grenzt doch fast schon an Holocaust-Leugnung, sagen wir es doch mal ganz genau, was sich jetzt viele Leute denken werden. Sagen Sie nicht, das geht zu weit? Ne? Oder wie würden Sie das einordnen? Naja, verstehen Sie, dass Leute so reagieren? Also ich verstehe es, wenn Lieschen Müller so reagiert. Ich verstehe nicht, wenn Dr. Lieschen Müller so reagiert. Also dazu muss man dann aus meiner Sicht schon den Unterschied zwischen Lüge und Mythos kennen. Und das ist halt ja eine von der ganz großen Schäbigkeiten in dieser Skandalisierung des Buches, dass zum ganz frühen Zeitpunkt Journalisten vermittelt haben, dass also das Reden über den Auschwitz-Mythos dasselbe sei wie das Reden über die Auschwitz-Lüge. Ja, und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Die Auschwitz-Lüge leugnet den Holocaust oder stellt ihn in Frage. Ja, der Auschwitz-Mythos ist ein Begriff, den unter anderem der ehemalige Außenminister Joschka Fischer in die Diskussion geworfen hat. Und zwar, als es um den NATO-Angriffskrieg auf Serbien ging, als er sagte, dass wir aufgrund unserer Geschichte dazu verpflichtet seien, einen zweiten Holocaust im Ansatz zu verhindern. Und dass eben der Auschwitz-Mythos der Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland sei. Mythos meint in diesem Zusammenhang eben mitnichten Lüge, sondern so etwas wie eine stiftende Erzählung, also eine beinahe religiös aufgeladene Erzählung, die eben in ihrem religiösen Gehalt nicht hinterfragt werden kann. Also so wie ein guter Katholik oder ein guter Christ eben die Auferstehung des Herrn oder die Dreifaltigkeit und so weiter nicht in Frage stellt, weil es eben zum Kernbestand seines Glaubens gehört. Oder wie beispielsweise eben das Nibelungenlied beispielsweise als Mythos der Deutschen über 2 Jahrhunderte wirkmächtig war oder 150 Jahre wirkmächtig war, ist der Auschwitz-Mythos eben ein Gründungselement der BRD. Ja, sie ruht auf dem Fundament nie wieder Auschwitz. Also das ist sozusagen ein Fixpunkt, um den die Politik und das Denken unseres Landes kreist. Nie wieder Auschwitz. Das stimmt. Und das ist das, was Sieferle sagt. Das ist eben der Ist es nur eine Feststellung? Es ist eine Feststellung, zunächst eine Feststellung. Eine Feststellung, die eben gar nicht originell ist. Also er ist ja nicht der Erste, der das so sagt, sondern er ist jemand, der diesen Terminus des Mythos Auschwitz aufgreift.
Und noch nicht einmal seine Schlussfolgerungen daraus sind originell im Sinne von, er ist der Erste. Ja? Sondern das sind eben auch Dinge, die von vielen anderen Autoren aufgegriffen wurden. Nämlich die Frage, kann ein Volk oder kann eine Nation ein gesundes Weiterleben, ein selbstbewusstes Weiterleben auf einem negativen Mythos gründen? Das ist ja der Mythos unserer untilgbaren Schuld. Und kann eine Nation selbstbewusst sein, wenn sie eigentlich auf der Grundlage einer untilgbaren Schuld in die Zukunft gehen will? Sieferle, Sie haben ja beide Bücher gelesen, also Finis Germania sowohl als das Migrationsproblem, sagt eben, dass diese mangelnde politische Vernunft und dieses mangelnde politische Selbstbewusstsein, beispielsweise vor 2, 2,5 Jahren, die Grenze nicht dicht gemacht zu haben gegen 1,5 Millionen oder 1 Million einströmende Migranten, von denen niemand wusste, woher sie kommen und ob sie wirklich Verfolgte sind oder Flüchtlinge sind, weil es ja eher so eine Gemengelage war. Also diese Grenze nicht geschlossen zu haben, ruht unter anderem auf diesem negativen Bild, das die Deutschen von sich selbst haben. Das ist seine politische Ableitung. Er sagt, dass uns dieses ständige Erzählen von der eigenen Schuld daran hindert, sozusagen ureigene politische Interessen zu formulieren und durchzusetzen. Aber nochmal, um auf Sie zurückzukommen, was wollten Sie denn dann damit erreichen, wenn Sie sagen, man agiert immer auf metapolitischer Ebene, wenn wir jetzt nochmal auf diesen einen sehr wesentlichen Punkt zu sprechen kommen, über den Auschwitz-Mythos, wie ihn auch Herr Sieferle meint und beschreibt. Mhm. Was ist denn dann Ihre Ambition dahinter? Also die Ambition, und das ist eben eine sehr schwierige Aufgabe, ist natürlich die Überzeugung, also die nicht nur ich habe, sondern sehr, sehr viele andere auch, dass eine Nation nicht auf einem negativen Mythos aufgebaut werden kann. Und dass es notwendig ist, von diesem Mythos loszukommen. Also das heißt, die historische Schuld, die durch Auschwitz auf die Deutschen gekommen ist, die wir uns da aufgeladen haben, steht nicht zur Debatte. Die ist da. Also es war ein großes Verbrechen, das im Namen unseres Volkes oder durch die Herrschenden in dieser Zeit im Namen unseres Volkes begangen wurde. Das steht nicht zur Debatte. Zur Debatte steht, ob das dasjenige ist, worauf wir uns vor allem beziehen. Vor allem beziehen, wenn wir über die Geschichte nachdenken und über die Möglichkeit, beispielsweise eine deutsche Identität zu haben. Also ob die deutsche Identität zwingend vom Holocaust geprägt ist oder durch den Holocaust geprägt wird oder ob es nicht positive Bestandteile unserer Geschichte gibt oder unserer identitätsstiftenden Geschichte, auf die wir uns beziehen sollten, wenn wir unseren Weg durch die Geschichte weitergehen wollen. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass viele Leute, nicht nur aus linken Kreisen, sehr irritiert sind mit diesen Aussagen, weil sie sagen, ja, wieso, man kann doch das nicht einfach ausblenden, man kann das doch nicht einfach vergessen. Deswegen habe ich ja auch gerade betont, also dass es nicht darum geht, Dinge auszublenden oder zu vergessen. Also davon sind wir meilenweit entfernt. Und das glaube ich auch, wenn ich mich jetzt unter meinen Autoren oder unter befreundeten Verlegern und so weiter umschaue oder befreundeten Wissenschaftlern und Publizisten umschaue, finde ich da keinen, der dezidiert davon spräche, man müsse dies nun vergessen oder ausblenden. Die Frage ist immer, welches Ergebnis hat die Erinnerung? Hat die Erinnerung ein vernichtendes Ergebnis? Also ist es ein vernichtendes Urteil über uns als Volk? Oder hat die Erinnerung ein gedeihliches, fruchtbares Ergebnis? Das heißt also, kommen wir trotz dieser Erinnerung oder auf eine bestimmte Art mit dieser Erinnerung doch gut in die Zukunft? Ja, und können wir das für uns so erzählen oder auch so
so weiter berichten? Können wir eine Lehre daraus ziehen, die uns trotzdem erlaubt, sehr selbstbewusst zu sein? Und das ist ja für jede Nation, für jedes Volk etwas Zwingendes, sehr selbstbewusst mit den Anforderungen der Gegenwart umzugehen. Wenn sie das nicht selbstbewusst können, müssen sie immer darauf hoffen, dass der andere sie in Ruhe lässt oder dass er sie nicht in Frage stellt, dass er ihnen nicht zusetzt. Und das ist die Stoßrichtung. Da geht es nicht ums Vergessen. Es geht um die Frage der guten Erinnerung, der gedeihlichen Erinnerung. Ja. Nun, wenn man sich die Reaktionen ja also durchgelesen hat im Netz von verschiedenen, wie gesagt, Journalisten, und wir sprechen hier von Leuten, die durchaus auch viel lesen, davon gehe ich aus, die sich mit der Literatur beschäftigen, dann waren die Reaktionen ja nicht so, wie Sie sich das erhofft haben. Ja? Das heißt, wenn da diese Dissonanz entsteht, ja, wie gehen Sie denn damit um? Ich meine, ist das nicht zu erwarten bei den Kontroversen, die auch in diesem Buch beschrieben sind? Ist ja nicht das angekommen, was Sie sich erhofft hatten. Naja, doch. Also im Grunde kann es ja gar nicht anders laufen. Also ein Paradigmenwechsel. Man spricht von einem Paradigmenwechsel, wenn sich die Art der Erzählung ändern soll oder wenn man auf eine andere Art versucht, Debatten zu führen oder Diskurse aufzubrechen, dann ist es eben ein Wechsel in der Tonlage, ein Wechsel in der Argumentation. Es kommen neue Diskussionspartner dazu, das sind sicher wir, die dazukommen. Wir gehören nicht zum Establishment, wir gehören nicht zum Mainstream, wir kommen dazu. Und da ist die Reaktion fast immer so. Also das ist nichts Außergewöhnliches. Das hat ja auch etwas mit diesem Mythos beispielsweise zu tun. Der Mythos als religiös aufgeladener Raum ist wie ein Altarraum, wie eine Tabuzone. Und in diese Tabuzone schreiten sie als nicht befugter, nicht ohne Risiko, auch nicht ohne Konsequenzen. Und die Konsequenzen sind eben diese harten Reaktionen. Die Reaktionen, die haben mich in ihrer Grundtendenz überhaupt nicht überrascht. Also das muss einfach so sein, das geht gar nicht anders. Diese Leute kommen aus ihrem Paradigma nicht raus, die kommen auch nicht aus ihrer Haut, die kommen auch nicht aus ihrer 20, 30, 40-jährigen Berufserfahrung. Was mich erschreckt hat, sind am Ende die Spitzen, also die sozusagen auf die normale Reaktion draufgesattelt wurden. Also dass letztlich dann Leute versucht haben, aus diesem Buch eine strafrechtlich relevante Angelegenheit zu machen. Also zu sagen, eigentlich gehört dieses Buch auf den Index oder eigentlich gehört es mal von einem Staatsanwalt gründlich gelesen. Mal gucken, ob da nicht sowas wie Holocaust-Leugnung drin ist, was ja in Deutschland eben dann auch strafbar wäre. Und beispielsweise jemand wie Herfried Münkler, der Professor, der ja auch in den letzten Jahren litt unter einem böswilligen Missverständnis an der Universität, also wurde auch intensiv angegriffen. Der hat sich ja sogar zu der Aussage verstiegen, dass er gar nicht so genau weiß, wie viel Sieferle in diesem Buch steckt, ja, oder wie viel Kubitschek. Ja? Beziehungsweise wie viel Schnellroder. Schnellroder, ja, was möchten ja dann, Sie was dazu sagen? Natürlich, also wie viel Schnellroder steckt denn in diesem Buch? Der Umschlag ist Schnellroder, ja. Aber ansonsten ist es so, wir haben dieses Manuskript aus dem Nachlass bekommen, haben das lektoriert im Sinne einer letzten Korrekturlektüre, weil es ein unglaublich sauberes Manuskript war. Und wir haben da, glaube ich, 5, 6 Kommata geändert, die falsch gesetzt waren, und haben ein oder zwei Schachtelsätze aufgelöst und daraus zwei Sätze gemacht, weil sie zu lang waren. Ja. Mehr haben wir nicht gemacht. Die Überschrift, die Zwischenüberschriften, die Kapitelgliederung, die Anordnung, die Länge, alles war von Sieferle fix und fertig vorgegeben und wurde uns genauso gereicht. Also wir haben noch nicht mal die Überschriften oder so selber erfunden, was sonst der Verleger eigentlich immer macht, wenn er ein Manuskript bekommt, dass er nochmal an die Überschriften rangeht. Oder die Überschrift korrigiert, weil wie manche festgestellt haben, ist es falsches Latein. Finis Germaniae müsste es heißen. Es ist ungewöhnliches Latein, ich kann kein Latein, ja. Sie schon. Deswegen, aber für die, die es eben nicht können, ja, müsste es ja heißen, Finis Germaniae. Ganz und genau. Wir haben das auch selber. Und Sie haben es nicht korrigiert. Zunächst korrigiert und haben das dann in der Satzfassung eben dem der Witwe Sieferle und dem Betreuer des Nachlasses, der hier auch ein Nachwort beigesteuert hat, der Professor Raimund Kolb,
vorgelegt. Und dann kam gleich das Signal, Moment, also es heißt bewusst Finis Germania und nicht Germaniae. Germaniae wäre das gewöhnliche, richtige Latein. Finis Germania sind letztlich wie zwei nebeneinander gestellte Haupt. Ende Deutschland. Ende Deutschland, genau. Und kann das interpretieren, es ist ungewöhnlich. Aber alleine auch das ist wieder so eine schöne Ausgleichsbewegung, die so viele Journalisten gemacht haben, dass sie also sich dann am Ende quasi wie lustig gemacht haben drüber, wir könnten hier kein Latein. Ja? Und jeder Journalist dachte wieder, er ist der Erste, dem auffällt, dass es eigentlich Finis Germania heißen müsste. Nach zwei Wochen Skandal gab es immer noch Journalisten, die dachten, sie sind wahnsinnig schlau und können Latein und finden jetzt diesen Fehler. Das war wie eine Ausgleichsdebatte, eine Ausweichdebatte. Also Finis Germania auf Wunsch von Sieferle. Und das ist ja auch ganz klar, wenn ein Autor tot ist, Sieferle ist ja nun seit September letzten Jahres nicht mehr unter uns, hat sich selbst umgebracht. Und dass dann im Grunde es ausgeschlossen ist, an diesem Werk irgendwas zu ändern oder auch nur rauszunehmen oder so. Wir haben auch darüber nachgedacht gehabt, ein Kapitelchen zu streichen, ja? Weil es mir unfertig vorkam. Aber der Nachlass... Betreuer hat also deutlich gesagt, da wird nichts gestrichen, nichts rausgenommen, maximal ein ganz vorsichtiges einordnendes Nachwort. Aber ansonsten kann Sieferle nicht mehr zustimmen, also bleibt es, wie es ist. Entweder so oder gar nicht. Ja, und dann haben wir eben so gesagt. Ja. Um über den Titel nochmal zu sprechen, wie gesagt, zwei Substantive eigentlich. Ende Deutschland. Wie würden Sie das denn interpretieren? Weil wenn man das Buch liest, erscheint es doch sehr aussichtslos, die Lage, die Herr Sieferle beschreibt. Deswegen auch diesen Treffen der Beschreibung Nachtgedanken, ne, über dieses Buch. Mhm. Also wie interpretieren Sie den Titel? Also der ist mit Sicherheit... ist das ein deprimierender Titel, ja? Also Ende Deutschland, oder kann man so interpretieren, dass jetzt also Deutschland an sein Ende kommt, ja? Oder aber, dass die deutsche Frage so etwas wie der Endpunkt einer großen Frage ist, die in der Moderne gestellt wurde. Ja? Und beides ist möglich, beides ist aber eben deprimierend. Und das passt natürlich auch zu diesem Buch. Nachtgedanken greift ja letztlich nur dieses Genre auf, dass man eben quasi wie auf Beiblätter nachts spät des Weines voll und vielleicht auch mit einer bestimmten trüben Stimmung nochmal sozusagen die ganze harte Wahrheit notiert, die man vielleicht bei Tage gesehen etwas ausbreiten würde und etwas milder im Morgenlicht, etwas milder sähe vielleicht oder so. Nachts wird dann hart geschrieben, da wird nachts wird verbittert notiert. Ja. Und das ist auch, muss ich sagen, ein Spruch, den ich jetzt aus der Mainstream-Presse übernommen habe, der mir ganz gut gefiel. Sieferle gehört sozusagen mit diesem Buch, hat er gezeigt, dass er Stunden hatte, in denen er sozusagen ein final verbitterter auch war. Also wirklich bitter darüber, dass etwas zu Ende geht, was aus seiner Sicht nicht zu Ende gehen darf. Also er hat ja sein Land geliebt. Ja, und das ist, das kann einen Kopf dann schon hart angehen, wenn er einfach letztlich kaum mehr Hoffnung hat. Ja. Rolf-Peter Sieferle nahm sich im September 2016 das Leben. Das Manuskript zu Finis Germania befand sich auf seinem akribisch geordneten Rechner, wie Freund und Verfasser des Nachwortes Professor Raimund Theodor Kolb beschreibt. Hat Sieferle wirklich an das Ende Deutschlands geglaubt? Darauf kann er keine Antwort mehr geben. Allerdings machen seine Schriften die Aussichtslosigkeit im Kampf für das bessere Argument in Politik und Gesellschaft deutlich.